Was passiert eigentlich mit dem Körper beim Saftfasten? Dazu gibt es fast keine klinischen Studien. Also dachten sich die Wissenschaftler, testen wir es doch einfach mal mit erstaunlichen Ergebnissen. Dranbleiben. Die Probanden haben 3 Tage nichts anderes als Gemüse- und Fruchtesäfte getrunken. Fruchtesäfte, alles klar, das macht Sinn. Früchtesäfte getrunken. Gefolgt von 14 weiteren Tagen ohne Säfte, aber mit viel Obst und Gemüse. Wenn ein Mensch unter oxidativen Stress leidet, gibt es einen bestimmten Marker. Den kennen alle meine treuen Zuschauer. Das ist das MDA, das Malondialdehyd. Es ist ein Marker, wie viele Radikale sich bei deinem Körper aufhalten, die durch Fettoxidation entstanden sind. Man sieht, dass bereits am 4. Tag die MDA-Konzentration im Urin um 40% gesunken ist. Nun ja, jetzt sagt jeder Juhu, aber... Was auch logisch erscheint, denn die Probanden haben auch abgenommen, da sie weniger Kalorien zu sich geführt haben während des Experiments. Doch wie steht eigentlich das Ganze jetzt im Zusammenhang? In der Atmungskette entsteht nämlich freie Sauerstoffradikale. Wenn du Energie umwandelst im Körper, das heißt so wie zum Beispiel Glucose, Zucker, in den Universalenergielieferanten ATP. Weniger Essen, weniger Umwandlung, weniger Radikale. Ganz einfach. Kurze Zusammenfassung. Die Verminderung der Kalorienzufuhr führt zu weniger Radikalbildung, da weniger Glucose verstoffwechselt wird, bei jenen Radikale entstehen, die MDA-Konzentration erhöhen könnten. Des Weiteren hemmen die vielen sekundären Pflanzenstoffe die Radikalbildung, da jene voll mit Antioxidantien sind, die Radikale puffern können. Das Spannende ist aber, worauf ich eigentlich hinaus will im ganzen Video, auf die Stickstoffmonoxidkonzentration. Und zwar jene hat sich mehr als verdoppelt im Blut und wie auch im Urin. Was genau heißt denn jetzt das eigentlich für unseren Organismus und bezüglich Saftfasten? Es ist bekannt, dass ein Mangel an bioverfügbarem Stickstoffmonoxid, welcher aus der Aminosäure Arginin synthetisiert wird, durch das Enzym ENOS, ja, zu Steifheit führt der Arterien- bzw. Endothelschicht. Zum Blut hingerichtete Seite der Arterie ist die Endothelschicht. Und damit zur Erhöhung des Blutdrucks und einer Verminderung der Blutmenge, da keine Elastizität vorliegt. Alles muss fließen, denn dies nicht passiert, stirbt jedes Gewässer mit der Zeit. Und wir bestehen halt nun mal zu 90% aus Wasser. Nun ja, hier noch einmal verdeutlicht. Pflanzliche Polyphenole aktivieren das Enzym ENOS, welches dann Stickstoffmonoxid und Citrullin produziert. Das produzierte Stickstoffmonoxid hat nun eine aktivierende Wirkung auf ein ganz bestimmtes Enzym. Die Guanylylcyclase steuert dann die Beweglichkeit deiner Blutgefäße und damit deine Blutversorgung. Und welche Stoffe gehören jetzt zu den Polyphenolen? Das habe ich euch hier einmal vorbereitet. Gerade Trauben und Zimt haben sehr viel davon. Das erklärt auch die Aussage, OPC soll das Blut dünner machen. Ist hiermit aufgeklärt, dass es deinem Körper eher hilft, Blut zu transportieren, um es wissenschaftlich wirklich zu kausalisieren. Ich möchte euch erklären, was die Ärzte tun, wie Pharmaka eigentlich auch wirken. Viele Ärzte verschreiben schnell ACE-Hemmer. Diese hemmen das angiotensin-konvertierende Enzym. Dann kann Angiotensin 2 nicht in Angiotensin 1 umgewandelt werden. Angiotensin 1 ist ein Dipeptid, welches eigentlich inaktiv ist. Kommt nun aber ACE hinzu, sein Enzym, welches jenes umwandelt in Angiotensin 2. Dieses dockt dann an sehr kreativ Angiotensin-Rezeptoren an und induziert eine Kontraktion, das heißt eine Verengung der Arterie. Dadurch kann der Blutdruck steigen. Wenn dieses Enzym gehemmt wird, durch zum Beispiel ACE-Hemmer, da gibt es verschiedene Ramipril und so weiter, kommt es zu keiner Kontraktion mehr und der Blutdruck fällt ab. Das Herz muss weniger gegen die Kontraktion des Angiotensin 2 arbeiten und wird entlastet. Das kann aber auch mit rote Beete oder grünen Säften erreicht werden, die sehr viele Polyphenole haben oder eben auch OPC, ganz klar. Hier getestet wurden Weine und Tees. Interessant, dass Lebensmittel mit den meisten Polyphenolen auch die meiste ACE-Hemmung aufwies. Und an zweiter Stelle kommt dann schon die proanthocyanidhaltige
Schokolade, das heißt in so gesehen OPC-Schokolade. Wenn man sich das anschaut, hat Rote-Bete-Saft deutlich erhöhte Polyphenolanteile als herkömmliche Obst- und Gemüsesäfte oder Karotten- oder Tomatensäfte. Das wurde in der Studie hier auch verwendet. Es gibt eine komplette Liste von Studien, wo Nitrat, der aus Stickstoffmonoxid vom Körper entsteht, zur Senkung des Blutdrucks geführt hat. Es gibt natürlich auch Gegenstudien, aber die sind deutlich geringer. Was haben wir jetzt eigentlich hier gelernt? Kommen wir einmal zur Zusammenfassung. Im Fastenzustand nimmt man weniger Kalorien zu sich, so dass weniger Radikale entstehen in der Atmungskette. Denn jedes Mal, wenn du Glucose verstoffwechselst, fallen auch Späne, wo gehobelt wird. Und dann entstehen halt eben auch Radikale. Wenn du weniger isst, passiert es weniger. Das passiert nun mal im Fastenzustand, wenn du Säfte trinkst, denn diese haben erheblich weniger Kalorien als die Nahrung, die man normalerweise so zu sich führt. Pflanzen enthalten viele Antioxidantien, die in konzentrierter Form im Saft vorliegen. Wenn man einen guten Entsafter hat, diese senken dann dementsprechend die Stressmarker, wie MDA, das Malondialdehyd. OPC-haltige Säfte, sekundäre Pflanzenstoffe, reiche Säfte, rote Beete, Spinat, beschleunigen die Stickstoffmonoxid-Synthese, welche zur Relaxierung der Blutgefäße führt und zur Entlastung des Herzens herbeiführen könnte. So wirken sie wie ACE-Hämmer, nur mit keinen bedenklichen Nebenwirkungen in dieser Studie hier. Meine persönliche Meinung ist, die keinen ärztlichen Rat ersetzt, nicht nachgemacht werden sollte und so weiter, ihr kennt's, damit könnte diese Methode des Saftfastens temporäre Anwendung finden bei Menschen mit Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Herzleiden im Allgemeinen, Erektionsstörung, Übergewicht, Wassereinlagerung und chronischen Stress. Besonders aufgepasst werden sollte bei Menschen, die ohnehin Untergewicht haben oder einen sehr niedrigen Blutdruck haben. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Ich hoffe, du konntest das lernen, was mit deinem Körper passiert beim Saftfasten. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns gleich sehen auf vitasomal.de, meine liposomalen Supplements, und wir haben auch Tees, ganz spezielle. Ich würde mich sehr freuen, euch da gleich zu sehen, den Kanal damit unterstützt. Bis dahin, Dankeschön fürs Zusehen,